Moin, moin, gepflegte Freunde der Fotografie. Jo, es ist 4.49 Uhr und es ist Premiere, dass ich mal wieder losgehe zum Sonnenaufgang, zumindest hier auf dem Kanal. Früher bin ich öfter losgegangen zum Sonnenaufgang. Ich werde so einen Standardspot machen, ich werde hinten wieder zum Stage-Theater gehen, weil dort mega cool hinter der Elbphilharmonie die Sonne aufgeht, wenn ich das so lange durchhalte. Jetzt, wie gesagt, ist 4.50 Uhr und in 2 Stunden geht die Sonne auf. Der Weg von hier ist ungefähr 20 Minuten. Habe ich genug Zeit am Spot, um mich aufzubauen, um mich breit zu machen. Mal gucken, wer noch da ist von den ein oder anderen Fotografen, weil ich glaube, dass das heute ein bisschen voller sein wird. Wir haben Karfreitag, sonnenklarer Sonnenaufgang, also es ist keine Wolke zu sehen und es könnte echt nice werden. Ich hoffe natürlich, dass ein, zwei Wolken noch da drüber sind, weil das so ein Sonnenaufgang, da hat man halt nur im Horizont diese schönen Färbungen, diese verschiedenen, das ist ein bisschen langweilig, aber boah, mal sehen, was es bringt. Ich habe 70-200 mit, wahrscheinlich werde ich damit fotografieren und mich aufstellen. Ich habe schon da ungefähr eine Stelle mir rausgesucht, wo ich mich ungefähr hinstellen möchte. Das soll ich hinkriegen. Da habe ich richtig Lust jetzt zu. Richtig Lust, ich bin totenmüde. Gestern Abend haben wir noch mit meinem Coach gefilmt im Fire Gym. Und ja, da war ich auch erst um 12 daheim. Was okay. So, die Nacht ist halt kurz. Dafür gehe ich früh ins Bett heute Abend. Da freut sich mein Sohn, wenn ich mit ihm heute Abend früh ins Bett gehe. Okay, so, ich mache mich auf den Weg. Wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Ich hab Bock. Und wenn nicht, geht weiter. Angekommen. Man sieht hier, es ist sehr früh an meinen Augenringen und an den Falten. Na, die gehen eh nicht mehr weg, egal welche Zeit ist. Egal. So ist das Leben, nicht? Und ich glaube, hier haben die was vergessen vom Blueport wegzunehmen. Sind immer noch ein paar Dinger, die blau leuchten, sehe ich gerade. Auf jeden Fall bin ich jetzt angekommen. Keine Menschenseele ist hier. Es ist noch dunkel. Ich habe alles richtig gemacht bis jetzt. Jetzt heißt es rausgehen und warten und genießen. Ein paar Vögel zwitschern hören und alles. Ich glaube, viel Verkehr auf der Elbe ist nicht los. Und dann einmal sich berieseln lassen hier, ne? Von der Natur im Hafen. Aber nee, das ist echt schön, wenn man hier ist und morgens zwitschern hier die Vögel und so. Das macht echt schon Laune. Das lohnt sich schon manchmal dafür aufzustehen und dann kommt da die Sonne und hast einen wunderschönen Sonnenaufgang. Und auch wenn die Fotos nichts werden, wie immer, deswegen hat man es trotzdem genossen. Also es geht ja ums Fotografieren und nebenbei kriegt man Bilder. Nein. So, bis gleich. So, hier vorne steht das Auto, wie man unschwer erkennbar kann. Und oh, da hinten ist schon der Spot. Ne? Und seht ihr die blauen Lichter? Das ist, was ich gerade meinte. Ja,
Der Mond scheint auch richtig krass. Er hält alles richtig schön heute. Hier ist für Theaterbesucher, ne? Ja, wir machen Theater. Den können wir uns besuchen lassen. Und so, ja. Shit, ist doch ein bisschen frisch hier heute Morgen. Handschuhe habe ich auch mitgenommen, aber nur eine Hose angezogen. Jetzt ziehe ich immer zwei an. 3,5 Grad hatten wir. Eigentlich sollte es reichen. Okay, aktuell bin ich der Erste. Jawohl, das ist schon wieder beeindruckend, wenn man hier ist und es ist dunkel und nichts ist los. Oh, herrlich. Lichter sind auch aus, aber man sieht mich auch kaum. Hier die ganzen Gebäude gehen in die Höhe in der Hafen City. Also, wo ich angefangen habe mit der Fotografie, war das noch alles platt. Das ist brutal. Echt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Hört ihr dieses Vogelgezwitscher? Ganz leicht so dezent im Hintergrund. Das ist, was ich meinte. Bombe. So, wir sind da. So, Leute. Alter. Ich werde mich jetzt aufbauen. Schon im Hintergrund so diese leichte Verfärbung, dass alles so ein bisschen gelblich wird hier. Sieht schon ganz nice aus. Oh, das erste Bild ist total überbelichtet. Ja. Hier, Zeit versetzt. Und Foto läuft. Nice. Nein, ich fotografiere erstmal die St. Nikolai-Kirche und dann gehe ich gleich weiter dahin. Ja. Ne, was auch immer cool aussieht, die ersten Sonnenstrahlen, wenn die eingefangen werden in diese Skyline, wenn da die Sonnenstrahlen, die das erste Mal so drauf geht. Oh, da hinten ist ein Fahrradfahrer. Der macht ein bisschen Frühsport hier. Der wollte vielleicht ins Musical, hat sich morgens und abends verwechselt. Keine Ahnung, ey. Coole Bilder gemacht. Es wird auch schon ein bisschen heller hier alles. Ne? Ich habe auch mal ein bisschen so experimentiert. Ich zeige euch die Bilder, was dabei rausgekommen ist. Ist so semi-gut geworden. Falls ihr wissen wollt, wie die entstanden sind, ja, könnt ihr reinschreiben, dann erkläre ich das mal. Ist eigentlich ganz easy, aber das bleibt bis dahin ein Geheimnis. Ich muss mir selber über die Scheiße lachen. Ey. Ja, ist auf jeden Fall, fängt das hier schon an, richtig schön zu werden hier. Seht ihr auf den Bildern jetzt alles, weil ich im Fokus bin, hier ein bisschen überbelichtet. Aber ansonsten ist alles schön rötlich.
Die Kirchen klingeln hier. Wow. Ich glaube, 6 Uhr ist jetzt. Also noch 40 Minuten warten, dann soll da die Sonne aufgehen. Genau da, genau da. Und dann wandert sie so nach 10 Minuten vielleicht da rechts rüber. Oder geht's nach Hause? Jetzt ist mir schon ein bisschen fresh hier. Aber okay. Hätte doch 2 Hosen anziehen sollen. Ja, Handschuhe habe ich mit zum Glück. Wirklich zum Glück. Und ja, hier die Kopfhörer, da höre ich Musik, die schützen auch die Ohren. Ich habe immer das Problem, wenn ich zu lange draußen bin, kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich meine Ohren nicht schütze. Habt ihr auch solche Probleme? Oder andere, was das angeht, weil irgendwie kriege ich mega Kopfschmerzen, auch beim Fahrradfahren müssen immer meine Ohren geschützt sein, sonst kriege ich Kopfschmerzen, wenn es im Sommer nicht, aber wenn es so bis 7 Grad ist, ungefähr 7, 8 Grad, das ist bei mir so die Grenze. Wow, ist echt schön hier. Ja, keine andere Menschenseele traut sich hier morgens raus, oder habt ihr alle schon die Elbphilharmonie tot fotografiert? Ja. Sie ist tot fotografiert worden von allen, das stimmt. Trotzdem ist es ein schöner Platz. Ne? Und trotzdem kann man das genießen, hier zu sein. Ne? Und deswegen bin ich hier. Weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ne? Hier, dort seht ihr den Ort, den ich letztes Mal besucht habe, das Heizwerk in Tiefstack. Kann man von hier auch super sehen. Ich versuche euch mal ein bisschen ran zu zoomen. Wartet. Upp. Na, da ist es. Könnt ihr erkennen, ne? Genau. Davon habe ich jetzt auch mal ein Bild gemacht. Ich habe leider nur 200 mm mit. Wow, ist das cool. Das ist, was ich meine hier. Ja, heute die Kirche hier ist mehr im Fokus, ne? Und da ist mehr das schönere Licht als hinter der Elbphilharmonie. Ja, wahrscheinlich geht die Sonne so leicht schräg. Hier so. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Habe ich das jetzt auch mal genommen aufs Bild. Und oh, ich bin immer noch hier am Spot. Genieße ein bisschen. Macht Spaß. Ja, Spaß ist was anderes, aber es, ich genieße es. Ne? Ich zelebriere das Foto. Nice, da ist schon wieder ein Fahrradfahrer. Was fahren die alle mit Fahrrad hier morgens her? Ja. Ich weiß das nicht. Boote habe ich erst 2 gesehen. Das ist irgendwie so, 2 Dinger sind hier rausgefahren. Und das war's. Sonst ist hier nichts los. Wahrscheinlich, weil ein Feiertag ist. Da ist ein bisschen weniger los. Die Bahn fahren schon wieder, ganz normal. Hier alle 5 Minuten kommt da eine Bahn lang gefahren. So. So ist das hier. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier nicht. Alter, hab ich. Ich muss immer so gucken. So sieht das so aus, als ob ich Falken habe. Ich bin jetzt nicht mehr alleine hier. Es ist noch ein anderer Fotograf, der gesagt hat, der braucht das Bild hier sauber. Ich weiß seinen Namen nicht, habe ich nicht gefragt. Vielleicht. Ja, und hier sind noch 2 Leute, die sich das anschauen. Ich glaube nicht, dass sie fotografieren. Oh doch, die fotografieren auch. Ja, so ist das. So ist das. Jetzt bin ich nicht mehr alleine. Und das hier sieht auch gleich richtig nice aus, wenn da die Sonne drauf kommt. Ich versuche das mal einzufangen, wenn ich so lange noch hier bin. Meine Füße sind schon totgefroren. Ich habe heute auch hier die Latschen an.
Eiskalt, ich bin auch so doof. So, die Sonne sollte schon aufgegangen sein. Wahrscheinlich ist sie das direkt dahinter. Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sehen, weil es dahinter ist. Ich warte hier noch ein paar Minuten. Die Gebäude werden noch nicht angestrahlt. Also, ja, so ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich versuche mein Glück hier, ne? Why do I feel like that's slowly fading? We used to be friends, that was way back when. You and I, we were a slow burn, baby. Oh, we were young, so tonight. Looked at the world through rose-colored glasses. You had your goals, then you met me. Did you let those dreams pass you by? Never blame you if you left. No, I won't be the one to hold you back. Cause you can stop the time, it's just a fact. We're not getting younger, we're not getting younger. In the bed we made, I lay wide awake, but I keep losing myself in these daydreams. You're right next to me, I can hear you sleep, but I know you're not. Yes, die Sonne geht genau da auf, wo wir gesagt haben, wo sie aufgeht. Da. Hehehe. Es ist schon schön hell hier. Meine Füße sind Eisklötze. Das ist brutal eklig. Ja, jetzt 10 Minuten bleibe ich noch, dann bin ich hier weg. Jawohl. Ist auch schön, ne? Hier. Ja, hier ist echt schön. Deswegen sage ich ja, auch wenn man die Bilder schon 10.000 Mal im Kasten hat, kommt ihr einfach her und fotografiert. Das ist einfach schön. Ich habe alle Bilder, die ich will, im Kasten. Und da, die Sonne ballert da hinten schon richtig geil raus. Ja, das kann man doch mal machen. Also, geh mal raus hier, vielleicht auch nicht. Klappt nicht. Auf jeden Fall ziehe ich jetzt ab. Wir sehen uns gleich. Durchgefroren und durch mit dem. Toll, jetzt kommt die Sonne da schön raus. Ich gehe nicht nochmal zurück, meine Füße sind zu kalt. Habe echt die falschen Schuhe heute angehabt. Schade. Habe ich nicht gedacht, dass es so kalt bleibt. Ich dachte, es ist ein bisschen wärmer. Ich muss hier alles anmachen hier an Heizung, die ich habe. Oh, shit. Ja, so sieht das aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Das weiß ich jetzt schon, bevor ich es geschnitten habe. Was soll ich noch sagen? Ja, wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt. Moin, moin, ihr Lieben.